Schaut mal, liebe Kinder, unser Weihnachtsmarkt ist schön. Viele Leute sieht man stehen. Man wartet auf den Weihnachtsmann, den man jetzt schon sehen kann. Auch Sponsoren sind geladen, die fleißig für uns gespendet haben. Das Spielgerät ist wunderschön, man kann es auf dem Spielplatz sehen. Schuhe müssen wir nicht mehr putzen, wir dürfen es ab heute benutzen. Drum schneiden wir heute durch das Band, denn heute ist es in Kinderhand. Ich möchte mich recht herzlich bedanken. Wir haben einen ganz tollen Aussichtsturm, auf dem wir jetzt wirklich mal im Kreisverkehr alles beobachten können, auf der Straße und so weiter. Ich möchte mich bedanken bei den Stadtverordneten, denn die haben die Stadtverordneten die Sitzungsgelder gespendet für uns, 2000 Euro. Unser Förderverein hat fleißig gebacken, macht den Weihnachtsmarkt, die Trödelmärkte, hat auch 2000 Euro dazugegeben. Da haben aber die Stadtverordneten schön lange gesessen. Ja, die haben sich richtig schön warm gesessen, richtig Weihnachtsmann. Deswegen sind wir heute so fröhlich. Dann möchte ich noch der Firma ESB Janik danken. Sie spendierten uns 700 Euro. Außerdem die Firma Planera, denn wir brauchen auch ein starkes Fundament. Wenn unsere Kinder dort raufklettern und wackeln, muss es ja stabil sein. Und wir freuen uns schon auf den Frühling, wenn wir dann täglich dort die Rutsche benutzen können. Die Rutsche hat was ganz Besonderes. Wenn man ausrutscht, bleibt man unten sitzen und stürzt nicht irgendwie mit dem Kopf auf. Also mal, wir denken auch ein bisschen an die Säulen der Kinder. Die werden sie trotzdem bekommen. Als letztes, und eigentlich hätte ich die Firma Hammer als erstes nennen müssen, die hat den riesengroßen Anteil geleistet. Die Summe kann ich gar nicht nennen, die ist so groß. Die haben in Eigenleistung am Freitag, den 16. November, noch fleißig aufgebaut, vor dem ersten Fest. Herr Hammer, ich möchte Ihnen ganz doll mit Ihrer Familie mich bedanken für Ihre Arbeit, für das ganze Projektieren. Und ich denke mal, dass die Kinder im nächsten Jahr viel Freude haben. Um es wirklich zu eröffnen, möchte ich das Band mit den Kindern durchschneiden und dass die Kinder wirklich einmal raufklettern. Ich hoffe, Sie sind einverstanden. Einen kräftigen Applaus nochmal für Herrn Hammer. So, los! Na, das ist richtig. Los! Ja, ich brauche noch was.